Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fiesta Online. Ja, ich habe mir gedacht, heute mache ich es kurz und knapp. Wir gehen ins Verlies, ins 60er Verlies oder 50er Verlies ist dort. Das ist noch das 50er Verlies, da brauche ich noch Kills. Ich habe ja im letzten Part schon angekündigt, dass ich die alten Questen loswerden möchte. Ja, die ziehen wir noch aggro, macht aber nichts. Ebenso hier, jetzt muss ich gerade gucken, ich laufe komplett falsch. Ja, ich wollte jetzt schon ins verborgene Gefängnis, da müssen wir natürlich nicht hin. Erstmal hier oben, verborgenes, da gehen wir als nächstes hin. Erstmal möchte ich hier Fesseln der Dunkelheit. Habe auch einen schönen Buff bekommen. Was will man mehr? Mehr HP, mehr Mana. Können wir auch direkt mal auffüllen mit einem Stein und einem Trank. Ja, meine T2-Tränke gehen endlich mal leer. Bedeutet für mich mehr Platz im Inventar. Ja, ich glaube, ja, Königholz bin ich auch schon agrofrei, schön. Ebenso bei den Ogern. Bedeutet, wir können hier einfach durchrennen. Ja, hier noch die Weihnachtskebinge. Mal gespannt, wann sie die wieder rauspatchen. So, gleich im Verlies brauche ich nur 10 Folterer und einmal den Folterkönig. Die Quest wird halt auch nicht weitergehen, da ich zu hoch bin. Nur mit, ich glaube, Level 66 komme ich schon gar nicht mehr rein oder 67. Deswegen jetzt mit 64, nachdem wir im letzten Part geschafft haben, das Level up, da ich Glück hatte mit den Zombies waren es ja. Die Zombies hatte ich mit den Kills und die WDH dazu. So, bei denen bin ich auch aggrofrei. Ja, die brauchen natürlich auch ein bisschen länger, bis die gekillt sind. Die Colts, Hakan und wie sie alle heißen hier drin. Sind ja auch Verlies-Mobs. So, bei den Hakan sind wir auch schon aggrofrei. Das ist gut, bei den Colts auch. Ja, man kann immer sagen, Level 51, 11 Level drüber. Das heißt, mit 62 sind wir hier agrofrei gewesen soweit. So, bei den Gefangenen sind wir noch nicht agrofrei. Da wären wir erst agrofrei mit Level 66. Wie ist das bei denen? Die Vampir-Fledis sind auch agrofrei. Also wir sind agrofrei bei denen. So, wir hauen uns aber unseren Buff noch mit rein. Möchte nämlich nicht umsonst hier recken und ein Prozent verlieren. So, ja, 10 Folterer brauche ich. Klar, droppen werden die so viel nicht mehr hier. Ja, das habe ich schon mal vor kurzem versucht. Ah, wir haben Blutungsschaden. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Ja, komm, kipp du auch noch um, dass wir uns die nächsten ziehen können. So. Ja, der Folterkönig wird gleich eine Hausnummer mit dem Blutungsschaden. Aber sollte ich hinkriegen, so holen wir uns die nächsten zwei. Haben ja schon 5 von 10. Was möchten wir mehr? So, zack, zack. Ein Siegel der Verfolgung, ja, die brauchen wir. Aber ich brauche auch noch die konservierten Siegel. Ich glaube, die kriege ich in Elberstole. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Ich meine, da gibt es die. So, hier ist kein Folterkönig. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, den Folterkönig-Kill möchte ich mir noch holen. Gibt nämlich auch wieder gut EP. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir den stehen haben. Und jetzt kommen wir, kiten uns die hier lang. Ja, den glänzenden lasse ich jetzt liegen. Und dann hoffen wir, dass die jetzt alle mal langsam hier umkippen. La la la. So, wieder ein glänzendes. Hat uns auch nichts gebracht. Eigentlich meint, ich steht da unten immer ein Boss. So, aber der sagt, wir müssen hier die Treppe hoch.
Dann haben wir da den Boss da oben stehen, zwei Gefangene. Ja, noch 3 Minuten periodischer Schaden. Das ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Aber gut, müssen wir durch. So, die Fledis möchte ich nicht unbedingt ziehen. Wäre nämlich unnötig. Da gehen natürlich jetzt viele HP-Steine drauf. So. Ja, komm, dich killen wir auch noch. Aber wieder kein konserviertes Siegel. Na gut. Die konservierten Siegel sind jetzt nicht so, dass ich sage, da brauchen wir viel. Aber wir brauchen sie definitiv noch. Ja, komm, wir ziehen jetzt auch hier die Vampir-Fledi mit. Und aufpassen, dass sie uns keinen neuen Blutungsschaden reinhauen. Die Folterer. Ja, komm. Kommt alle mit, meine Freunde der Nacht. Ja, demnächst wird es noch ein anderes Let's Play geben mit einem anderen Spiel. Da bin ich dann mal gespannt, wie ihr das findet, ob ihr mehr davon sehen möchtet oder halt eben nicht. Ja, und da hinten steht der Folterkönig. Hätte ich gewusst, dass wir hier hoch müssen, hätte ich hier direkt die Folterer gemacht und nicht da unten die gezogen. Aber hinterher ist man immer schlauer. So. Setzen wir die nochmal ein. Dann müssten beide umkippen. Ja. Beide down. So. 1 Minute noch den Debuff. So 48 von 7. Siegel der Verfolgung. Aber ich brauche hier noch den Folterkönig. Leider wird er mir auch nichts mehr droppen. So, den ziehen wir uns und rennen ein bisschen mit denen Richtung Ausgang. Klar, ich könnte auch stehen bleiben, aber da wir sowieso zum Ausgang müssen, warum soll ich mir den dann nicht ziehen? Und hier machen wir es jetzt einmal so, dass wir unsere normalen Attacken noch einsetzen können. Und weiter geht es nach unten. Ja, bin gut am Kritten. Gefällt mir. So, der Blutungsschaden haut natürlich richtig rein bei mir. Müsste aber gleich auch endlich weg sein, der Blutungsschaden. Ja, komm, jetzt bleiben wir stehen. Und da ist er down. Leider nichts gedroppt. Leider. Ah gut, ich wollte den Kill haben. Mehr nicht. Den habe ich jetzt. Ja, die Gefangenen können natürlich hinterherlaufen, so viel sie wollen. Kommen eh nicht an mich ran, da ich schneller bin. So, dann geht es jetzt als nächstes, da wir hier die zwei Questen fertig haben. Ihr seht es, verborgenes Gefängnis. 9 Quests. Verborgenes Gefängnis 2 haben wir nichts. Aber halt im verborgenen Gefängnis, erste Etage, brauchen wir 30 goldene Fledermausflügel, 10 hellgoldene Fledermausflügel, 5 goldene Kerzenständer, 10 Nox-Kapitäne. Gut, die Nox-Kapitäne könnte ich natürlich auch in Uruga machen, die stehen da auch rum. So, 20 Inkubus-Peitschen, das gleiche mit den Archon-Federn, könnte ich auch in Uruga machen, aber wir laufen daran vorbei, deswegen mache ich die mit im VG, beziehungsweise fange die an. Ja, 3 dunkle Kristalle der Sandratte, die gibt es auch nur im verborgenen Gefängnis. Hier bei der 7 sind die meisten. Ja, 50 Archon-Kills und 30 Grünling-Kills. Dafür müssen wir so oder so wieder zurück. Und Netz der Spinne. Gut. Wir laufen schnell mal hoch, sind ja schnell da, da wir hier relativ agrofrei sind. Haben noch für 61 Minuten auch den Buff über.
es lohnt sich jetzt einfach da zu machen. Es lohnt sich natürlich noch nicht jetzt gerade hier abzugeben. Zwei Quests fertig, Fesseln der Dunkelheit. Ich krieg die letzte Quest leider nicht, dafür habe ich zu lange gebraucht. Na, da wird wieder einer gelevelt. Das mag ich ja gar nicht. Mal helfen, okay, aber immer muss da auch nicht sein, so Folterkönig. Die geben wir mal ab, weil zwei, das könnte es eine dritte geben. Gucken wir mal. Ja, 3%, leider keine weiterführende. Schade, wahrscheinlich auch zu lange gewartet mit der Quest. Gut, ist halt leider. Kann ich nichts dran ändern. Ist nur schade. Hätte gehofft, dass ich noch die 3 bekomme. Aber immerhin 3% obendrauf. Ja, jetzt ab ins Verborgene. Ja, was ich nebenbei mal zeigen kann für die, die es nicht kennen, die sich vielleicht fragen, was ist das denn alles hier im Inventar? Hier ist natürlich alles, was man anhat. Dann hat man hier ein automatisches Stapeln. Nutze ich gar nicht, weil dann kommt alles auf die erste Seite. Ja, hier Akademiebelohnungen, Wochenbelohnungen. Habt ihr ja im vorletzten Part habe ich es ja gezeigt hier mit dem Kalender. Ja, hier haben wir auch gerade die Stunde voll gemacht. So, jetzt nicht killen lassen, bitte. Denn da bin ich auch noch nicht agrofrei. So, und rein hier. Gut, sind wir drin. Ja, dann gibt es Belohnungen von der Akademie, wo ich drin bin, Sternkinder. Dann vom Meistersystem, ihr seht, ich habe hier mittlerweile ja, 6 Seiten. Dann gibt es Shop-Items, die habe ich mal gekauft, wie hier so ein Haus für 7 Tage. Eine XP-Booster, ja, Kanonensalut, gab es mal kostenlos. Dann der Hammer von Bijou, Schleim der Weihnacht, ein Schönheitscoupon und so weiter. Ja, hier Box der Wiederkehr, Gildennamenänderung, gab es jetzt vor kurzem alles. Habe ich drinne. Manches habe ich auch rausgenommen. Warum auch nicht? So. Und deswegen, ja, jeder wie er möchte. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, hier auch die ganzen Jungs und Mädels zu killen. Damit wir mal weiterkommen. Gut, hier hebe ich mir wieder die Drops auf. Und ich meine, hier hinten ist die Spinnenkönigin schon. Mit dem Netz, was wir brauchen. Gucken wir mal so um die. Ja, da Netz der Spinnenkönigin. Ist nicht ganz einfach zu killen. Braucht ein paar Hits, bis sie dann auch gekillt ist. Aber wir brauchen den Drop. Und deswegen würde ich sagen, auf geht's zum Killen. Für die ersten Sachen. So. Ja, werden jetzt bestimmt erstmal. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt bestimmt erstmal so 5, 6, 7 killen dürfen. Und der erste droppt mir direkt das Spinnennetz. So, wir gucken mal, was hier so los ist. In der Kingdom Quest nichts, leider. Ja, die Fledermäuse. Da brauchen wir die Fledermausflügel. Und dann gehen wir jetzt hier mal runter. Ja, die verfluchten Schwerter brauchen wir noch nicht. Sind halt jetzt in diesem Levelbereich hier mit den verborgenen Gefängnis. Und da haben wir einiges zu tun. Ich freue mich auch schon, ihr seht es hier, der Schrei Fino. Wenn ich dann auch demnächst in Fino kann, da gibt es nämlich die mit Glück, wenn man durchgelaufen ist, die blauen Waffen, die 70er. Wo ich hoffe, dann auch dann eins abzukriegen für mich. Ich laufe ja jetzt hier mit dem Bogen rum. Für den Jäger mit aus 27 plus 3 höher geabt habe ich die noch nicht. Liegt einfach auch damit zusammen, ich möchte nicht, dass die Waffe kaputt geht, was ja schnell passieren kann. So. Ziehen wir uns die hier noch alle mit.
und hoffen, dass wir nicht gekillt werden. Das übliche, hoffen, dass man nicht gekillt wird. Denn die Mobs sind hier natürlich in unserem Levelbereich. So, er kommt. Und dann noch das goldene Schwert, das verfluchte Schwert. Und dann geht es hier ans Einsammeln. So, schmackhaftes Fleisch. Das mit dem Monster brauchen wir nicht. Da würde ich höchstens die Speed Attack annehmen. Das heißt, schneller angreifen. Das würde ich mir tatsächlich noch nehmen und auf die Waffe packen. So, die Orks da hinten brauchen wir nicht. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ne, die brauchen wir noch nicht. Müssen aber dadurch, um an die vier, das heißt hier die Nox-Kapitäne zu kommen, goldener Kerzenständer. Die sechs, ja, die Inkubusse sind auch da. Ebenso die Arschone. Ja, hier auch die Arschone. Ja, und zur sieben. Da ich noch die Rattenmenschen brauche. Oh, das geht aber bei denen schön schnell. Beziehungsweise war jetzt ein Glückshit. Gut. Ja, rennen wir hier hoch und machen hier oben erstmal. Aber hier stehen auch ein paar Orkjäger rum. Können auch gut Damage austeilen, wenn die das wollen. Ihr seht es. Aber die Karten möchte ich mir mal mitnehmen. Ich meine zwar, die Orks haben alle relativ die gleichen Karten, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir gucken einfach mal fix hier rein. So, hier haben wir die ersten Nox-Kapitäne. So, schnappen wir uns da den ersten Nox-Kapitän. Ja, die können auch gut Schaden reinhauen. Nur mal so zur Info. Und auch so einen blöden Blutungsschaden. So, da habe ich die falsche Taste gedrückt. So. Einen Blutungsschaden habe ich nämlich jetzt keine Lust drauf. Und wir haben den ersten Nox-Kapitän. So, nebenbei machen wir hier die Karten auf. So, 5 Sterne, 6 Sterne, 5 Sterne, 6 Sterne. Aber sind gleich, wir haben schon die 6 Sterne. Dann können wir diese hier wegschmeißen. Ja, auch 6 Sterne ist gleich. Schnell mal Platz machen. Ja, jetzt werden sich die Parts natürlich ein bisschen ziehen. So, goldene Kerzenständer von den Noxen. Aufgrund dessen, dass halt das Ziehen. Ich werde nicht immer alles mit reinbringen, wenn ich hier dann so killen muss für die Drops und das erste konservierte Siegel. Sehr schön. Ja, es bringt halt nichts, wenn ich jetzt hier immer jeden Kill zeige. Da werde ich mal gucken, wie ich das machen kann. Dass es halt nicht zu langweilig wird. Na komm. Warum kippt er nicht um? Ah, jetzt. So. Ich hätte gern da hinten den Inkubus. Da wir die Inkubuspeitsche da brauchen. Und haben auch schon die erste. Erste von 20. Das sind diese Sachen, die ich jetzt meine. Wenn ich jetzt immer hier so kille, kille, kille. Es war schön, alle zu killen. Aber ich denke, auf Dauer wird es für euch dann zu langweilig, euch hier die Kills anzugucken. Deswegen werde ich dann ab dem nächsten Part immer so ein bisschen zusammenschneiden, bis ich dann alles habe von A bis Z. Ich denke, das ist für euch besser und macht dann mehr Spaß zuzugucken, als hier so die Kills sich anzugucken, da ich noch viel hier auch einzeln nicht killen muss, sondern killen werde. Besonders die Mobs, die dann
sich ziehen, weil wie jetzt hier die Fledermaus, die haut gut rein, oder wie jetzt gerade der Noxjäger, die dann so reinhauen. Oder immer wieder muss ich ja auch mein Inventar leeren gehen. Zwischendurch, ihr seht jetzt, die ganzen Drops bekommen. So, dann habe ich jetzt die Idee, wir machen hier den Inkubus, machen diesen Inkubus. So, die Drops hätte ich aber gerne. Ja, hier sind die Archone, die Ratten-Elite-Kämpfer, die brauche ich nicht. Noch nicht. Werden wir aber auch demnächst benötigen. Ja, die Archone gehen eh auch sch super schnell, weil man die ziehen kann. Ja, da gab es eine Ruhmrolle. Und ihr seht, warum ich dann sage, einzeln killen, bevor ich hier umkippe und bin tot, verliere dann 1%, was nicht sein muss. Mache ich es dann lieber auf diese Art und Weise. So, Hans Großmutter, konserviertes Siegel, können wir abgeben. Und der Platz reicht nicht aus. Der Platz im Inventar reicht nicht aus. Ja, was machen? Wegschmeißen würde ich jetzt ungern was. Aber hier glänzender Staub, den brauchen wir nicht. Deswegen weg damit. Hans Großmutter abgeben und 21%. Mal gucken, ob es da auch was gab für. Ne, brauchten einfach nur einen freien Inventarplatz. So, 28%, was ich gesagt habe, da gibt es keine weiterführende. Netz der Spinnenkönigin. Und wir sind auf 39%. Können wir auch den Staub wieder aufheben. Und machen nebenbei hier den Nox-Kapitän. Da brauchen wir ja 10 Kills. So, und dann laufen wir hier mit dem einfach ein bisschen hin und her. So. Und den nächsten Down. Dann würde ich sagen, wir laufen hier runter, machen dazwischen hier die Mobs, die hier stehen, die wir ja auch brauchen. Ziehen uns hier. Ja, machen gerade erstmal den Archon. Brauchen ja eh 50 Kills von denen, deswegen ist das nicht schlimm. Aber ich würde da gern die goldene Fledermaus haben. Die ziehe ich mir ein bisschen mit. Weil ihr habt eben schon gesehen, die haut auch gut Damage rein. So, bleiben wir hier stehen. Ja gut, ich sag so, wenn man dann stirbt, dann stirbt man. Kann man eh nichts dran ändern. Aber wenn man es vermeiden kann, warum dann nicht vermeiden? So, die konservierten Siegel brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber Schöne war, ich brauchte keine zu kaufen. Waren einfach dann, sind gedroppt worden. Schön. So, mit dem laufen wir ein bisschen hin und her. Werden dann gucken, dass wir uns hier die Fledi noch mitziehen. So ein bisschen und hinter mir die Katze macht wieder Krach ohne Ende. So, also die Fledermaus ist schneller wie der Elitekämpfer. So, jetzt müsste der erste da mal umkippen. Ja, und jetzt bleiben wir stehen und killen. Ja, kein Platz mehr. Ist ja mal wieder das böse SCA-Wort. Ja, Inventar voll. Ich würde dann sagen, dass ich mir einfach den einen Platz jetzt freilasse, falls halt mal eine Karte droppt. Und ihr seht, Azubi habe ich noch nicht. Und jetzt haben wir sie. So, die Kerzenständer werden auch noch eine gute Arbeit werden.
So, ich hoffe, dass der Nox-Kapitän dich jetzt nicht. Ja, sehr gut. So, und da ist der Invi-Platz wieder voll. Und dann kommt da der Findling. Aber auch Findlinge schnell down. Ah, und da kommt die Fledi wieder. Ja, jetzt haben wir beide an der Backe, die uns hier richtig krass was zimmern können. Und ihr seht es, die beiden, die hauen hier mal richtig gut Damage in mich rein. Und das Blöde nur, dass der Elite, hier nicht der Elite-Kämpfer, der Nox-Kapitän, einen Blutungsschaden hauen kann. Und dann ist man schneller down. Ja gut, der Nox, der ist jetzt nicht so wild. Da mache ich mir eher Gedanken über den Kapitän. So, jetzt aber. Jetzt machen wir dich auch kaputt. So, Trank. Und zack. So, den schmeißen wir weg, denn ich möchte gerne die Karte haben. So, gucken, was wir aufheben können und was nicht. Gut. Ja, hier haben wir jetzt die Rattenritter. Da brauchen wir auch einen Inventarplatz. Aber dann könnten wir auch direkt abgeben. Und die Karte haben wir nicht. Und direkt der erste Kristall. So lieb ich das, wenn dann auch direkt die Drops kommen. Weil manchmal ist es echt auch, wie ich so schön sage, zum Mäusemelken. Dann ist man da gefühlt 5 Stunden am Killen für nix. Bis da mal so ein blöder Drop kommt. Aber wir haben den ersten. Und können dann mit Glück gleich auch schon abgeben. Das heißt, 3 freie Inventarplätze, die wir dann haben. So, kommt mit, ihr drei. Und wir haben die Kristalle voll. Die Kristalle sind voll. Das heißt, wir können die nächste Quest abgeben. Mit 40%, die wir jetzt schon haben, kommen wir auf 51%. Sehr schön. Und dann Monster 2 Kristalle, der jungen Arschone, der Rattenritter und der Pinkies. Gut. Ihr könnt auf mich zählen. Wir haben wieder ein bisschen Platz. Deswegen tun wir den Kerzenständer hier hin. Vergeltung der Ratte habe ich schon. Kann also auch in den Müll. So, das ist ein Quest-Item. Das ist ein Quest-Item. Und das ist ein Quest-Item. Ja, das Silbererz werde ich hier halt ohne Aufnahme dann auch kloppen. Denn ich brauche noch drei. Ja, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ein paar Silbererze minderwertig für eine Quest. Und warum nicht dann hier mitnehmen, wenn man die schon hier kriegen kann. So, alle hier killen. Da haben wir den ersten und da den zweiten. So, hoffen wir, dass wir ja haben irgendwie Platz frei. Ja, Silbererz, ja, 25 Stück, ihr seht es. Das würde jetzt auch zu lange dauern, um die hier zu kloppen während der Aufnahme. So, kommt mit. Ah, da stehen die. Ja, die Funkenhunde haben auch eine Karte, aber auch sehr schwer dran zu kommen. So, festes Leder. Goldene Ohrringe. Da mache ich mir doch gerne einmal Platz dann, um zu gucken, wie die sind. Bringen auch mehr wie die Ruhmrolle in 7,6. Also bringt mir gar nichts. Dann machen wir hier noch die Ratte. Ja, leider ist es manchmal, dann droppt echt nur Müll. Habe ich aber auch schon mit Rüstungsteilen gehabt und so, dass dann wirklich nur Müll gedroppt ist.
Dann freut man sich, es ist endlich was gedroppt und am Ende hat man nichts. Haben wir die Kristalle voll? Brauchen wir nur zwei Kristalle? Wir brauchen nur zwei Kristalle. Tatsache. Nur zwei Kristalle, die wir brauchen und sind in dem Raum dann auch direkt schon fertig. Ja, ich stelle mich hier zur Seite. Hier machen wir dann das nächste Mal auch weiter. Denke ich mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ciao.